begrüße euch ganz, ganz herzlich zu eurem Engel-Orakel für die kommende Woche. Ja, und das kommt jetzt schon deutlich früher, als ihr es vielleicht gewohnt seid. Und das hat auch immer mal wieder mit meinen Abläufen zu tun, weil ich werde am Wochenende ein Seminar an der Ostsee geben und werde natürlich schon etwas früher dort anreisen müssen. Insofern kommt das Engel-Orakel früher, weil sonst käme es erst irgendwann am Montag, vielleicht sogar Montagabend oder so. Und das fände ich dann doch ein bisschen spät. Insofern dachte ich mir lieber ein bisschen früher als zu spät. Und ja, hoffe, dass es euch in der nächsten Woche gut begleiten wird. Was ich noch vorwegnehmen wollte, ist, dass ich gestern Abend das große Glück hatte, an einer Shakespeare-Aufführung teilzunehmen. Also nicht als Schauspieler, sondern natürlich als Zuschauer, also mir das anzusehen. Und ich fand das ganz fantastisch gemacht, ganz tolle Schauspieler. Das war in englischer Sprache aufgeführt worden, in einem Schlossinnenhof, also bei super tollem Wetter, es war wirklich herrlich. Und was ich besonders toll fand, war das Stück Der Sturm von Shakespeare. Und vielleicht wissen einige von euch, dass Shakespeare eine Inkarnation gewesen ist von dem aufgestiegenen Meister Saint-Germain, der mit der violetten Flamme arbeitet. Und das hat mich auch nicht gewundert, weil nach dem Stück war mir ein bisschen klarer, warum das so gewesen sein könnte. Weil in diesem Stück geht es um die Zusammenarbeit mit den Naturgeistern oder eben darum, dass der Mensch oftmals versucht hat, Naturgeister, auch die Elemente, den Wind und so weiter zu beherrschen, zu befehligen. Magie, schwarze Magie, weiße Magie, wie auch immer sie angewendet wurde, aber auf jeden Fall dieser Wunsch des Menschen, mit magischen Fähigkeiten zu arbeiten, aber eben manchmal auch zu manipulieren. Und wie Menschen da auch drin verstrickt waren, ist teilweise auch ein Thema dieses, ein Kernthema dieses Stückes. Also ich kann es nur empfehlen, es war wirklich sehr anschaulich. Auch die Naturgeister wurden sehr schön gespielt von Schauspielern. Und es war für mich ein ganz tolles Erlebnis. Also es war überhaupt kein 3D-Kino, überhaupt kein, ja, irgendwie sinnentleerte Veranstaltung, sondern wirklich, wirklich hat mich sehr im Herzen erreicht. Und witzigerweise hatte ich mir vor ein paar Tagen ein Naturgeister-Orakel gekauft, nochmal Karten, ich kriege ja nie genug davon. Und ja, also ein herrliches Deck, mit dem ich dann heute auch hier die Karten mit untergelegt habe. Ja, gucken wir einfach mal rein, was die Botschaft für die kommende Woche ist, was uns gerade auch die Naturgeister nochmal mystischen Informationen, Botschaften geben möchten. Und wir fangen wie immer mit der linken Karte an. Und die erste Botschaft, die da kommt, heißt, lass deine Vergangenheit los. Also wir sehen, dass dieser Engel hier auch nach hinten schaut. In der Regel ist das die Richtung der Vergangenheit. Also er schaut noch nicht wirklich nach vorne. Und das bedeutet, es ist wichtig, jetzt Aspekte der Vergangenheit loszulassen. Dinge, die wir als Ballast empfinden, als Belastung, als etwas, das uns vielleicht auch festhält. Vielleicht auch Einstellungen, die wir in der Vergangenheit aufgebaut haben, gewonnen haben, diese loszulassen. Das können Dinge im Innen, im Außen sein. Das mag bei allen da draußen sehr, sehr unterschiedlich sein, was das ist. Aber es geht darum, Aspekte der Vergangenheit, etwas, das uns nicht gut tut, das uns festnagelt, loszulassen. Und eine weitere Info dazu kommt von den Naturgeistern und sie wollen uns sagen, bleibe dir selber treu. Also es geht mehr darum zu schauen, welcher Mensch bist du heute. Vielleicht bist du in früheren Jahren ein Mensch gewesen, der so, so, so und so war. Und vielleicht haben auch andere gesagt, du bist doch eigentlich so, so, so und so. Und jetzt geht es eigentlich darum zu erkennen, wer bin ich eigentlich wirklich? Ja, wie kann ich mir, meiner inneren Wahrheit, wirklich treu sein? Wie kann ich mein Licht auch hier strahlen lassen? Schaut mal hier, wie dieser Engel das Licht ausstrahlen lässt. Also es geht darum, wirklich so zu sein, wie du bist und nicht, wie du dich vielleicht in der Vergangenheit selber festgelegt hast oder durch andere festgelegt worden bist, sondern wirklich deiner Wahrheit, die natürlich durch die Transformation auf dem spirituellen Weg sich eben vielleicht verändert haben mag, jetzt mehr treu zu sein, wirklich zu dir zu stehen, zu dem, was du bist, sein willst, was dir wichtig ist. Das strahlt hier sehr aus dieser Karte raus. Und die Engel sagen auch, nimm die Zeichen wahr. Es gibt Zeichen, die sie dir schon gesandt haben. Die Engel haben dir Zeichen geschickt, Symbole, Zahlen, Zeichen, Worte, die andere zu dir gesagt haben vielleicht. Und sie haben Federn verstreut. Ich habe neulich im Wald wieder Federn gefunden. Also es gibt sehr viele Zeichen, die ihr bekommt. Und es ist wichtig, dass ihr die ernst nehmt, dass ihr wirklich vertraut, dass das quasi Wegführer sind, die euch aus dieser Vergangenheit herausführen wollen oder dem, was nicht mehr gut ist. Das betrifft ja nicht alles, sondern zu sagen, ja, wohin führt der Weg? Ja, wohin führt es mich? Wo soll ich denn hin? Was ist denn das Bessere für mich? Ja,
dann kommt, statt dem, was ich hier noch festgehalten habe. Und sie sagen, dass worum es geht, ist auch eine ideale Vorgehensweise. Es geht auch darum, ja, so eine Vision zu haben. Schaut mal hier die Frau, die da auf diese Burg schaut oder in die Ferne. Es geht darum, zu visualisieren, eine Vision zu bekommen, wie du vorgehen kannst, wie es weitergeht, was nächste Schritte wären. Es geht auch beim spirituellen Weg, ich werde da auch nicht müde, das immer wieder zu sagen, immer um die kleinen Schritte. Es geht nie darum, Riesenschritte zu vernehmen. Und mein Blick wird gerade gelenkt hier auf diese ganzen, ich weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt. Ihr seht hier die Frau, wie die schaut. Und natürlich zu irgendeinem Ziel, imaginären Ziel, gibt es immer einen Weg. Ja? Der führt hier entlang und hier hinten weiß man gar nicht, wo der hinführt. Das heißt, man sieht nur erstmal den vorderen Teil. Und im vorderen Teil, würde ich sagen, stehen Wesen oder Menschen. Das heißt, es kann sein, dass du auf deinem Weg Schritt für Schritt verschiedenen Menschen auch begegnest, die dich wieder inspirieren, die dir wieder einen Tipp geben, einen Hinweis, ja, oder auch ein Anliegen haben. Also es geht um eine ideale Vorgehensweise. Wie kommst du dahin? Dafür hast du Zeichen bekommen. Ja, es gibt schon Hinweise auf die nächsten Schritte, auf die nächsten Steps, auf das, was anliegt. Und die Engel sagen uns auch um die Naturgeister. Und schaut mal, wie schön dieses Bild hier ist. Also ich bin allein schon von den Bildern total begeistert. Sie sagen, der krönende Abschluss deiner Vision. Ja, es geht darum, endlich deine Vision zu verwirklichen von dem Leben, was dir wichtig ist und das auch in einen krönenden Abschluss jetzt zu bringen. Also nicht mehr zu warten, dass irgendwann mal Dinge anders werden können, sondern sie anzugehen, aber auch zu sehen, das kommt jetzt in den Abschluss, das kommt jetzt in die Verwirklichung immer mehr. Und für ganz viele da draußen ist das auch das Thema Fülle, ja. Das kann ja Reichtum sein oder Fülle, Wohlstand. Also mit allem, ich sage immer am liebsten, mit allem versorgt zu sein, was du benötigst. Das können materielle Güter sein. Ich denke, es gibt viele, die das auch brauchen, die sagen, also ich brauche auch Dinge und ich für mich und meine Kinder oder wie auch immer. Also es geht um Fülle, Wohlstand, aber Fülle ist auch noch mehr. Fülle ist das Gefühl zu haben, wirklich mit allem versorgt zu sein, was ihr euch wünscht. Und das sind nicht nur die materiellen Dinge, aber auch. Also alles, was ihr braucht, um das Neue aufzubauen, wird zu euch kommen. Ja, das führt dazu. Und was dazu auch nötig ist, ist der Sprung ins Ungewisse. Das ist in der Tat etwas, was ich auch immer wieder mal sage. Ja, der Balanceakt. Wir sehen hier, dass diese Fee hier auf einem Spinnenfaden balanciert. Und manchmal ist es nötig, dass wir uns wagen, Schritte vorwärts zu unternehmen, auch wenn wir Angst haben, auch wenn wir unsicher sind, auch wenn wir Angst haben zu fallen. Ohne den Sprung ins Ungewisse kommt das Neue nicht zu uns und gerade auch das, was wirklich Fülle, ein reiches Leben in jeder Hinsicht, qualitativ, quantitativ, uns bringt, ist nur zu bekommen, wenn ich mich auch traue, aus dem Alten rauszuschreiten. Und das ist fast das Wichtigste, die wichtigste Achse auf dem Ganzen ist wirklich, wenn du merkst, es ist so nicht stimmig, wie du im Moment lebst, dann ist es wichtig zu schauen, wie kann ich rauskommen? Das ist die Vorgehensweise, die Vision, wie kann das gehen? Lass dich da führen. Aber es ist dann auch wichtig, diesen Schritt zu machen. Ich höre das oft bei Leuten, die ihren Beruf wechseln wollen, was ja wirklich ein großer Schritt ist, spirituell arbeiten wollen. Und es geht nicht ohne den Sprung. Und ich habe mit einigen gesprochen, die wirklich ihre Sachen leben, ob es jetzt eine spirituelle Arbeit ist oder etwas, was sie erfüllt. Und ich habe bei allen gesehen, wenn die nicht dieses Wagnis eingegangen wären, zu sagen, ich gehe jetzt diesen Schritt und der ist orthodox und der ist schräg und der ist anders, aber ich mache den und dann geht es eigentlich den Leuten auch gut, weil sie sehen, dass sie dann getragen werden. Und darauf will ich auch nochmal hinweisen, diese Fee schwebt da hier auch nicht über der Gefahrenzone, sondern sie hat ein kleines Spinnennetz hier drunter gewebt, von dem sie aufgefangen wird. Und das wollen euch die Engel sagen, ihr werdet aufgefangen, habt keine Angst, es wird nichts passieren, es wird alles gut gehen, aber ihr müsst die Schritte gehen in eurem Leben. Wir Engel können nicht für euch die Schritte gehen oder vorlaufen, ja. Es ist schon nötig, dass ihr das selber tut in der Physis und dafür haben wir in der nächsten Woche offenbar sehr, sehr, sehr gute Energie. Also bleibt euch selber treu, geht eurer idealen Vision nach, macht euch klar, was die nächsten Schritte sind. Seht euch erfolgreich in dieser Situation und traut euch, die nächsten Schritte zu gehen. Also eine spannende Woche erwartet uns. In diesem Sinne wünsche ich euch von Herzen alles Gute für diese kleine und große Reise, wie auch immer sie für euch ausfällt. Geht jeden Schritt bewusst und bittet um Führung. Und dann wird es schon so kommen, wie es kommen soll. In diesem Sinne von Herzen alles Gute für euch und bis bald.